Hi Leute, willkommen zum Video mit den zwei mit Controller. ja, wie gesagt, der Titel schon sagt, möchte ich zeigen, wie Mädchen mit einem Controller gespielt wird und dass es auch möglich ist und so weiter und so fort. Also als erstmal möchte ich jetzt die Steuerung zeigen, wie genau das funktioniert. Also, wie ihr seht, mit dem Stick. Ich benutze übrigens den Xbox 360 Controller. Müsste aber auch jeder so erkennen. So, mit dem Stick, mit dem linken Analogstick, lenken wir unseren Charakter. So, die Kamera bewegen wir, indem wir auf den rechten Stick draufdrücken und dann den Stick bewegen. Seht ihr hier? So. Hier ganz normal laufen. Dann zu den Angriffen. Auf X greifen wir normal an. Wir können es entweder einzeln drücken oder auch gedrückt halten. Auf den anderen Tasten habe ich die Fertigkeiten gelegt, die Fertigkeiten, die Schaden machen. Auf A habe ich den Stampfer. Auf B das heftige Schlagen. Und auf Y den Durchschlag. Dann habe ich die verschiedenen Pots auf den LB und RB Tasten. Einmal den roten Pot auf LB und einmal den blauen Pot auf RB. Und dann noch sozusagen die Buff-Fertigkeiten. Bei dem Mentalo halt nur den starken Körper. Habe ich auf die LT und RT Tasten gelegt. Auf LT habe ich in diesem Fall den starken Körper. Und auf RT das Schwertschlag bzw. zum Betäuben, wo ich jetzt zum Beispiel beim Körperkrieger Kampfrausch drauf gemacht hätte. Und ja, ich wollte es halt nur zeigen. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall möglich, mit dem auch mit dem Controller zu zocken, wie ihr in diesem Video seht. Kann sogar ganz schön Spaß machen, denke ich mal. Ist mal eine Alternative als immer nur mit der Maus und so. Und ja, es ist eigentlich ziemlich simpel, das zu machen. Man kann sich das alles selber einstellen, wie man es haben möchte. Auf Select könnte ich sogar noch hier schreiben. Ja, da öffnet sich der Chat. Ja, und auf Start mache ich das Inventar auf. Und ich kann halt auch das hier Inventar, zum Beispiel könnte ich jetzt hier den Pod. Kann ich nicht. Ich habe die linke Maustaste nicht belegt, deswegen, sonst könnte ich den Port jetzt zum Beispiel hier verschieben. Aber ich kann zum Beispiel die zweite Inventarseite wechseln. Nein, kann ich auch nicht, ich habe ja die linke Maustaste nicht. Aber ja, könnte man halt alles noch einstellen. Das ist jetzt auch nur eine kleine Einstellung, nichts Großes, irgendwas. Einfach nur kurz gemacht, um zu zeigen, dass es möglich ist. Und so weiter. Also, wenn ihr das auch machen wollt, ich kann auch ein Tutorial-Video machen, wie das funktioniert. Und ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wie gesagt, man kann ja auch kämpfen. Alles halt so ein bisschen so Konsolen-Style jetzt, ne? Mädchen auf der Konsole sozusagen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns eventuell beim Tutorial oder bei einem anderen Video. Viel Spaß noch.